So, genau. Und jetzt möchte ich das Trinken hinterherrennen und einfach mal selbst so ein bisschen aufräumen. Erstens frisst der Gorn mir dann nicht so viel Zeug und die zwei werde ich hier halt. Oh nein, du haust mir nicht ab. So, mit dem Rapier ist es echt ein Traum. Na gut, ich könnte eigentlich meine Rune nehmen, weil hier bringt mir das halt alles wirklich nichts. Na komm her. Die sind so gefühlt ein bisschen langsamer als die Orks. Das macht alles so ein bisschen einfacher. Vor allem kann ich mir dann. Ich werde auf jeden Fall den Gorn mitnehmen. Vielleicht hilft er mir ja gegen den Steindrachen. Na, zwei Stück, das geht noch. Ja, wie gesagt, wenn man das so ein bisschen intelligent macht, geht das ohne Probleme. Na komm her. Das ist die Frage. Von denen nehme ich ruhig noch ein paar. Gucken, ob ich die drei schaffe. Yo, drei Stück schaffe ich locker. Ist eigentlich ganz cool. Hier ist auch nur eine Kackhöhle. Lederbeutel, Trank, Trank, Langschwert, Schatulle, Trank. Ich weiß nicht, was hinter der Tür lauert. Ich glaube zwar jetzt nichts Böses, aber ich werde es trotzdem mal. Armbrust, eine Spruchrolle und eine Truhe. Links, rechts, links. Links, rechts, links, rechts. Okay, nichts wirkliches gut, nicht wirklich was Gutes. So, das sind nur drei. Nein, sind es nicht, das sind mehrere. Kannst du vergessen. Ich werde jetzt hier reingehen, in der Hoffnung, dass da nicht so viele mitkommen. Ich bin mit dem Rapier sehr zufrieden. Und ich habe hier noch eine Spruchrolle vergessen. Jo, gut. Konnten wir die auch mal so ein bisschen locken. Lass mich raten. Also ich glaube, den Gorn brauchen wir jetzt nicht. Aber für den Drachen wird er wahrscheinlich notwendig sein. Der hat mich noch nicht gesehen.
super. Ich muss mich da, wie gesagt, ein bisschen konzentrieren. Hier gibt es noch Pech zu finden und andere Sachen, aber nichts Besonderes, wo ich sagen würde, oh, da ist bestimmt auch noch was zu finden. Steingolem. Da ist nichts zu plündern. Okay. Bringt nichts. Aber ein Silberkelch, eine Feuerwurzel. Ah, eine Steinplatte oder so wäre eigentlich schön. Eine Frage, ich habe keine Ahnung, woher du schon wieder kommst, aber soll mir recht sein. So. Bei den ganzen Selbstmordmission werde ich mal speichern, dass ich da, wenn ich mal verrecken sollte, kein großes Problem habe, den ganzen Shit nochmal neu machen muss. So, kommt her, ihr zwei. Keine Ahnung, warum der Gorn bis da hinten durchgelaufen ist, aber gut. Das habe ich mir gedacht. Ich glaube, dafür sollte ich den Gorn mitnehmen. Aber dass er da direkt runter geht, hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich glaube, die sollte ich ein bisschen ablocken. Das wäre natürlich hart, ne? Auf der anderen Seite wäre das natürlich das für den Gorn gewesen. Wenn es jetzt wirklich nur die zwei wären, dann wäre das super. Super, die haben mir jetzt zwar ordentlich Damage reingehauen, aber es hat geklappt. Wo läuft der denn hin? Na, vier Stück könnte ein bisschen. Na gut, der hängt. Der eine hängt auch ein bisschen. Nee, das schaffe ich so nicht. Okay. Lass mich mal ganz kurz überlegen, wie man das machen könnte. Ja, das ist natürlich doof. Dass ich jetzt nur hier gespeichert. Ich muss wirklich bei jedem Erfolg hier abspeichern. So, die zwei Drachen, die zwei Echsenmenschen hier vorne kriegen mir einigermaßen locker, flockig. Ich glaube, für das andere sollte ich mir echt auch den Gorn mitnehmen. Weil der doch einiges aushält. Und das sind nur zwei, die kommen. Genau, weil die anderen noch nicht sozusagen gerendert wurden. Ich will es noch einmal probieren. Der bleibt so ein bisschen hängen, das ist gut.
Super, es hat jetzt super geklappt. Ich weiß nicht wie und weiß nicht warum, aber es hat funktioniert. So, jetzt will ich aber nochmal ganz kurz natürlich mich erst nochmal... Das war klar, dass das nichts wird. Habe ich noch irgendwas? Gibt es hier noch irgendwas zu finden, was Interessantes, außer eine Feuerwurzel? Nö. Gut. Dann halt nicht. Na, dann komm mal her. Auf. Ist ja blöd, ne, wenn du da runterspringst, wie so ein Bekloppter. Es ist halt echt schade, dass die nichts droppen, weil die findest du jetzt hier ohne Ende und ohne... Also die findest du wirklich hier bis zum Erbrechen. Und das ist halt verletzend. So, den Golem mache ich noch. Weil die Golems sind, glaube ich, ein bisschen brutal. Also nicht im Sinne von brutal, sondern halt einfach so nervig. Jetzt hole ich mir den Gorn, weil ich glaube wirklich, das Problem war halt hier unten diese extrem vielen Viecher. Kann ich den Gorn eigentlich nehmen? Ne? Ich kann ihn jetzt nicht befehlen, dass er jetzt irgendwo warten soll oder so, um das halt ein bisschen strategisch zu machen. Ne? Der hat da eine feste... Eine feste Sturmrange. Das bedeutet, er rennt da halt direkt los. Na gut. Gornmaus. Lass uns wie in. Bin ein bisschen schneller als du, das macht aber nichts. Na komm, Gorn, auf. Buble. Ich mag den Gorn. Doch, ich will auch so einen Kumpel haben wie der Gorn. Mit so einer fetten Axt auf dem Rücken. Und immer feste drauf. Das ist so ein Hautdegen, den kannst du auch mal aus Versehen ein auf die Omme kloppen, ohne dass es den interessiert. Ein richtig entspannter Kerl. Und immer schön am Fleisch essen. Der hat das Herz am rechten Fleck, finde ich. Ist von den Freunden, die man hier hat. War ja ein Kinderspiel. So, mein Freund. Den Rest musst du allein erledigen. Kein Problem. Ich hoffentlich. Toll. Super. Yay, Gorn, du bist so nutzlos. Oh, so nutzlos. Just why? Ekelhaft. Gut, ich werde mich jetzt nochmal... bis oben hin durchschlagen. Und dann werden wir den Steindrachen im nächsten Part machen. Ist nur einer, okay. Wette mit dir, der Steingolem ist gegen... ja. Er macht schon ein bisschen Damage, aber... So richtig viel Damage machen die jetzt nicht, diese Feuerwelle hier. Da hätte ich wahrscheinlich vielleicht vom Saturas irgendwas lernen müssen. Zur Sicherheit mal abspeichern. Zwei Stück sind jetzt.
Ich habe keine Ahnung, warum der da jetzt runtergefallen ist. Mal gucken, ob Feuer was hilft gegen die. Gut. Keine Ahnung, von wo der runtergekommen ist. Der ist direkt eine Tod gehippt. Von mir aus soll mir recht sein. Kannst natürlich jetzt hier überall durchgehen oder kannst halt hier das machen. Belegnagel, goldener Ring. Die Harpien haben halt leider auch nichts. Nichts zu plündern. Gut. Jetzt die Frage. Hier hoch müsste ich, aber ich möchte natürlich auch hier unten alles gespeichert habe ich, ne? Ja. Safety first. Lieber zweimal als einmal zu wenig. Und ich mache hier, von denen trinke ich nochmal zwei Stück. Weil man weiß hier echt nie, was auf einen lauert. Gut, solange es noch ein Golem ist, ist es kein Problem. Das machen wir aber dann beim nächsten Part, ne? Also bis dahin, Leute. Ich meine, 17 Minuten, das ist in Ordnung. Aber die machen wir dann hier. Machen wir dann beim nächsten Part, weil das ist eigentlich ganz interessant. Ich will aber jetzt nicht immer den Rahmen sprengen. Also bis dahin hier. Macht's gut. Ciao.